Hey!
Also wir hatten uns auf jeden Fall was anderes vorgenommen. Wenn ich jetzt sehe, wie das Spiel am Schluss ausgeht, ist es schon wirklich bitter. Wir haben uns relativ lang ganz gut verkauft, obwohl wir einige Spieler hatten, die uns jetzt auch gefehlt haben. Trotzdem hatten wir uns vorgenommen, mutig aufzutreten. Ich denke, erste Halbzeit war das auch absolut okay. Und bis zum 2-0 war es auch eng, auch danach noch, bis als 3-0 gefallen ist. Und jetzt halt die letzten 15 Minuten waren einfach nur bitter, weil dort haben wir es jetzt vogelwild verteidigt. Und ich glaube, wenn das Spiel weitergegangen wäre, wir waren jetzt gar nicht mehr in der Partie drin. Und ja, ist unterm Strich bitter, verdienter Sieger. Aber bis zum 2-0 hätte ich sogar gesagt, es wäre möglich, irgendwie noch was mitzunehmen, auch wenn der Gegner klar mehr vom Spiel hatte und in Zweikämpfen auch griffiger war von Anfang an. Aber dass du hier nicht so viele Chancen kriegst, das war uns vorher bewusst.
Wir hatten ein paar Chancen, vielleicht auch um da Ausgleich zu machen oder bei 2-0 noch auf 2-1 ranzukommen. Dann wäre alles leichter gewesen. Aber so jetzt am Schluss ist es natürlich bitter. Wir hatten uns mehr vorgenommen, aber das ist nicht das Spiel, wo wir punkten müssen. Wir müssen nach vorne gucken jetzt und die nächsten Spiele angehen. Hey, Lennart! Lennart! Wolltest du den nicht anspielen? Hat er den Querpass? Ja, ein Fußballfest. Ich glaube, hochverdient. 6-0. In der ersten Halbzeit haben wir viel liegen gelassen, in der zweiten Halbzeit dafür nicht. Und ich glaube, die Fans sind sehr zufrieden, ja, und können von dem Spiel reden. Ja, was soll ich sagen? Also das Ergebnis spricht für sich. Ich bin richtig stolz auf die Jungs, weil wir viele angeschlagene Spiele auch hatten. Von daher, was die Jungs jetzt hier in den letzten Tagen und Wochen hier abreißen. Ja, wir schießen Tore, wir spielen zu null. Also wirklich Hut ab. Und jetzt haben sie auch zwei Tage verdient, jetzt laufen sie aus und von daher bin ich hoch zufrieden. Wollte ich gerade sagen, ihr habt einen kleinen Dienstag gemacht, wie sieht der aus? Ja, klar. Ja, ich hab gefragt, wollte auslaufen und dafür zwei Tage frei. Klar, ja, also ich denke, das haben sie wirklich verdient. Also wenn man unsere Personalsituation jetzt sieht, wer alles gefehlt hat, auch heute. Ja, Jean ist nochmal ausgefallen, Noel ausgefallen. Wir haben mit U21 aufgefüllt. Der Reda kommt rein, macht zwei Tore, hat das richtige Näschen. Jeder hat eine Top-Einstellung und von daher werden wir auch die kommende Woche regenerativ uns auch erholen müssen, dementsprechend auch trainieren, sodass wir dann auch diese anstrengenden Wochen, die wir jetzt hatten, auch gut verkraften.